Also ganz einfache Antwort, weil ich Bock drauf habe. Ich mache ja immer sehr, sehr gerne, falls ich Lust habe. Und als wir dann, Andreas und ich, uns mehr dann beschäftigt haben mit dem Gedanken, wolkenfrei wirklich zurück ins Leben zu rufen, haben wir gemerkt, dass jetzt 2023 zehnjähriges Jubiläum ist und das einfach perfekt passt. Und mein Herz wird immer Schlager schlagen, weil das meine Wurzeln sind, das habe ich nicht vergessen. Und es macht mir nach wie vor super viel Spaß. Und ja, es hat sich einfach richtig und gut angefühlt. Und deswegen erwecken wir wolkenfrei nach 10 Jahren jetzt zum Leben. Die Themen, die mir bei Wolkenfrei auf dem Album wichtig waren, sind an einer Hand abzuzählen. Es ist die Liebe, weil ich finde es absolut nicht verwerflich, über das Thema zu singen, das jeder versteht und jeder kennt. Es ist das Mutmachen. Ich gebe wahnsinnig gern den Menschen Mut mit meinen Songs. Und die Freiheit. Also Wolkenfrei ist allein durch das ganze Soundgewand von Wolkenfrei, durch die ganzen Synthes und alles, was Felix Gauder, der Produzent, damals so eingebracht hat. Das war immer sehr luftig, locker, sommerlich, leicht und hat eben dieses Freiheitsgefühl verkörpert. Deswegen Liebe, Mut machen, Freiheit. Also ich würde sagen, Vanessa Mai steht für, ja, ich bin halt schon, also Vanessa Mai ist so eine kleine, ein kleiner Dickkopf, der einfach gerne macht, was er Lust hat und sich da auch nicht reinreden lässt. Und wolkenfrei, natürlich schlummern beide, ich sag mal, Charaktere so in mir, aber musikalisch gesehen ist es halt auch ein Projekt. Also wolkenfrei ist ein Projekt von Vanessa Mai, auf das ich einfach Bock habe, weil es mir einfach auch Spaß macht. Aber ich möchte mich nicht nur auf den Schlager festlegen, weil ich es noch nie wollte. Und jetzt mit beiden Marken, die es tatsächlich sind, machen zu können, eben mit Vanessa Mai das eine, mit wolkenfrei das andere, ist so besonders und ich genieße es so und es macht echt so viel Spaß und ist echt einzigartig, ja. Also die Fans erwartet auf dem Album Hotel Tropicana das, was sie von wolkenfrei gewohnt sind und was sie, glaube ich, auch erwarten, was sie wollen und was sie, glaube ich, lang vermisst haben. Ich weiß, ich verfolge ja immer ganz, ganz viele Fans auf Social Media und ich weiß, dass ganz viele Menschen sich nach wolkenfrei sehen, was ich verstehen kann, weil es mir genauso geht. Und deswegen kriegen die Leute genau das, was sie wollen und was sie vermissen. Und Hotel Tropicana ist irgendwie für mich, also der Song entstand schon vorher und irgendwie war sofort klar, ey, wir wollen, glaube ich, das Album so nennen, weil wir es sehr passend finden, weil der Titel einfach wolkenfrei verkörpert. Es ist Fernweh, es ist total plakativ, es macht voll viele Bilder auf. Also ich finde, wenn man an Hotel Tropicana denkt, denkt man sofort an Sorgenfreiheit und Sommer und Sonne und Leichtigkeit und das ist halt wolkenfrei. Es war natürlich schon, also gerade zwischen Andreas und mir, bevor wir Felix Gauder, der Produzent, der ja wolkenfrei damals mit uns auch begonnen hat, bevor wir den ins Boot geholt haben, war das natürlich ein Thema zwischen uns, wie hört sich wolkenfrei 2023 eigentlich an? Und haben überlegt, wollen wir viel anders machen oder wollen wir genau die Zeit irgendwie zurückdrehen? Und irgendwie sind wir jetzt darauf gekommen, auch im Rahmen des Prozesses, dass wir uns irgendwie in der Mitte treffen. Es hört sich irgendwie so an wie früher und du fühlst dich irgendwie zurückversetzt und du kennst es und bist es gewohnt und es kommt so ein schönes Gefühl wieder auf, weil du das einfach kennst und es ist so wohlig und warm und schön. Und trotzdem hat sich natürlich ein Felix Gauder weiterentwickelt und natürlich hat sich auch meine Stimme weiterentwickelt und man merkt die Erfahrung, die jetzt doch dabei ist und trotzdem aber immer noch den Spaß. Und für mich war auch von Anfang an klar, ich habe zu Andreas immer gesagt, ich glaube, wir können wolkenfrei nicht ohne Felix Gauder und nicht ohne das ganze Team machen, weil das wolkenfrei einfach ausmacht. Und ich würde sagen, wolkenfrei klingt wie früher und ist doch neu. Ja, so irgendwie, ja. Wolkenfrei ist für mich ein absolutes Herzensprojekt. Es gibt tatsächlich Stimmen, die so gesagt haben, boah, warum machst du das irgendwie? Habt ihr Verträge laufen und so? Und ich habe gedacht, nein, das ist einfach für mich eine krasse Herzenssache, weil ich nie vergessen habe, wo ich herkomme und weil ich mit Vanessa Mai in so einer Phase war, wo ich total dann mich verloren hatte und wo ich nicht wusste, wo ich hingehöre, weil ich aber auch einfach jemand bin, der machen will, auf was er Lust hat. Und ich möchte mich eben nicht nur auf eine Sache festlegen. Und um aber mit Vanessa Mai frei zu werden, musste ich irgendwann mich auf eine Sache konzentrieren, nämlich raus erstmal aus dem Schlager, obwohl ich Schlager nie blöd fand oder irgendwas. Für mich war Schlager immer meine Musik und ich habe es geliebt. Aber ich wollte eben auch neue Möglichkeiten ergreifen, die mir halt eröffnet worden sind in den Jahren als Vanessa Mai jetzt. Und jetzt eben, als ich mich gefunden habe, zu sagen, ich kann dann eben mit einer zweiten Marke, eben wolkenfrei, das machen, was,
was mir wahnsinnig Spaß macht und was tief in meinem Inneren nie verloren gegangen ist, ist absolut wertvoll so. Und es ist einfach für mich auch ein absoluter Safe Space, weil Wolkenfrei nur mit positiven Erinnerungen für mich verknüpft ist. Uns gehört die Welt ist die erste Single, weil wir einen Song als erstes Lebenszeichen haben wollten, der sofort die Leute in den ersten 3 Sekunden einfängt. Dass die Menschen wirklich die ersten Noten hören und sagen, boah, das ist Wolkenfrei und das habe ich vermisst. Und ich finde, der Song will nicht zu viel. Also man crasht hier nicht rein und sagt so, das ist die Single und jetzt müsst ihr die alle irgendwie toll finden, sondern es ist einfach ein schöner, schöner, schöner Song, finde ich. Also uns macht der echt viel Spaß und repräsentiert absolut Wolkenfrei und das Album. Diese ganzen Zitate und Referenzen von den neuen Songs, die sich auf die alten beziehen, waren nicht so ganz geplant. Es war irgendwann dann doch etwas, was sich so entwickelt hat im Laufe des Prozesses. Und es gab auch viele Songs, oder es gibt viele Songs auf dem Album, die schon 2013 oder 2014 da waren, die wir aber nie veröffentlicht hatten und die wir jetzt rausgekramt haben und die textlich auf einmal so gepasst haben. Also als Beispiel Zurück ins Zauberland ist eine Nummer, die natürlich geht es um die Liebe, aber es gibt eine Zeile, die halt sagt, wir sind zurück im Zauberland, wo das mit uns mal einmal begann. Das ist halt voll doppeldeutig gemeint auf die Fans und auf das, wie meine Karriere halt begonnen hat. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Sachen. Und dass ich nur eine T-Shirt und eine Jeans brauche, das ist, hat sich nie geändert in den 10 Jahren, das ist immer noch so. Bin ich ein Sommertyp? Ja und nein. Ich liebe irgendwie alle Jahreszeiten, aber Wolkenfrei ist für mich Sommer pur. Und Hotel Tropicana ist für mich mein persönliches Wolke 7.2, ohne Wolke 7 nachmachen zu wollen. Ich finde nicht, dass man hört, oder wollten sie in Wolke 7 machen. Kann auch gar nicht sein, weil Hotel Tropicana gab es schon 2015, glaube ich sogar. Auch der Song lag schon da und den hatten wir dann aber neu getextet. Der hieß ursprünglich ganz anders. Es war nämlich ein Wintertext, wo ich zu Felix gesagt habe, no way, also Wolkenfrei und Winter, nee, geht nicht. Wir müssen da was anderes drauf machen. Und dann ist es Hotel Tropicana geworden und eben auch der Albumtitel. Also von dem her, ja, mein Wolke 7.2. Also es gibt so ein bisschen eine Geschichte zu Ein Selfie von heute Nacht, weil die erste Nacht mit Andreas, beziehungsweise der erste Abend mit Andreas, lief ja bekanntlicherweise für Menschen, die mein Buch gelesen haben, nicht ganz so berauschend. Ich bin ja bekanntlich auf der Toilette eingeschlafen. Ja. Folglich konnte ich mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Und das Foto hat mir dann aber gezeigt, dass es doch passiert ist mit ihm. Also Ein Selfie von der Nacht ist so ein bisschen leicht autobiografisch. Ja. Die Zeit hat alle Wunden ist die einzige Ballade auf dem Album. Das hat auch einen guten Grund. Ich finde, dass man mit Balladen auf einem Album sehr sparsam umgehen sollte, weil Balladen direkt ins Herz gehen und einfach treffen sollten. Ich finde, man sollte Balladen nicht einfach so rausballern, sondern wirklich machen, um auch was damit zu erreichen. Und ich glaube, dass es ganz viele Menschen erreichen wird und dass jeder was damit anfangen kann. Denn manchmal ist man halt in der Sackgasse und manchmal fühlt man sich unwohl oder denkt, es geht nicht weiter. Und manchmal muss man sich einfach zurücklehnen und darauf vertrauen, dass die Zeit wirklich alle Wunden heilt. Und das ist der Fall. Und auch die Erfahrung habe ich gemacht. Deswegen ist diese Ballade schon sehr tiefgehend und hoffe, dass die sehr vielen Menschen auch das bringt, was sie mir bringt. Ich bin immer voll schlecht darin, irgendwelche Situationen irgendwie wieder zurückzuholen, irgendwie das zu erklären und zu erzählen, dass es auch lustig ist. Aber es gab natürlich schon viele Sachen, die einen dann zurückversetzt haben und wo man halt dann drüber schmunzeln musste oder so. Aber was echt so war, ich bin in das Studio reingekommen, habe Felix gesehen. Felix sah einfach noch aus wie vor 8 Jahren oder wir haben uns dann, glaube ich, vor 6 Jahren dann nochmal gesehen gehabt. Ich sah genauso aus, das Studio roch genauso, die Sachen standen noch da, es hingen die gleichen Bilder, die CDs standen am gleichen Ding, also wirklich die Krümel lagen am besten auch noch am gleichen Platz. Und es war so schön, da einfach zurückzukommen. Und ja, was auch cool war einfach, dass ich so meinen Knopf einfach umlegen konnte, weil ich halt als Vanessa Mai mich in den letzten Jahren sehr poppig, urban entwickelt habe und meine Stimme ganz anders eingesetzt habe. Und dann Wolkenfrei irgendwie war so wie so ein Knopfdruck, einfach sagen, okay, alles klar, Schlager. Und damit so spielen zu können, da gab es schon ein paar lustige Sachen im Studio.
Wolkenschrei wird man live erleben, aber nicht so oft. Deswegen sollte man gucken, dass man dabei sein wird nach Album-Release bei einem exklusiven Release-Konzert. Das wird es geben und das Besondere ist, dass es in meiner Heimat, beziehungsweise in der Heimat von Wolkenfrei, wo alles begonnen hat, nämlich in Asbach im Hotel Sonnenhof, wird es ein Konzert geben und es wird Wahnsinn, weil es so viele Erinnerungen mit sich bringt und weil, glaube ich, alle sich zurückversetzt fühlen werden, mit neuen Songs dann aber auch, mit alten Songs. Also es wird echt krass emotional, glaube ich, auch für mich zum ersten Mal wieder als Wolkenfrei auf der Bühne zu stehen und auch die alten Songs wieder zu singen und die alten Fans zu sehen. Ich glaube, es gibt noch viele, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Ich glaube, wer die Doku aufmerksam verfolgt hat, der wird sehen, dass nicht der Schlager irgendwie der Grund war, warum ich irgendwann einen anderen Weg eingeschlagen habe, sondern dass es eben die Grenzen sind, die sich manche Menschen für das Genre ausgedacht haben, die mich irgendwann eingeengt haben. Mein Herz schlägt immer noch Schlager, das wird immer so bleiben und deswegen mache ich auch das Projekt Wolkenfrei, weil ich wahnsinnig Lust drauf habe. Und natürlich mache ich es auch für die Menschen, die sich über so viele Jahre hinweg auch immer geäußert haben. So viele Fans, die gesagt haben, oh, wann machst du mal wieder Wolkenfrei oder wann machst du mal wieder einen Schlagersong? Und die freuen sich drauf, für die mache ich es und für mich. Ich muss das San Miguel kurz aus meinem Kopf kriegen, dann geht's auch besser. Immer noch. Hat sich nichts geändert. Naja. Ich kann mich da nicht rein. Das wird ein bisschen. Scheiße. Ah nein, sorry. Ich schwing dich. Nein. Du kannst nicht mehr, du Armer. Komm, wir ziehen durch. Alles klar. Ich glaube, wer die auf. Ist es gut? War noch was dir fehlt? Perfekt, oder? Super. Gut. Dann jetzt gerade noch. Dann.